Diese Robots sind ganz schön hartnäckig, was? Man sollte diesen Fanatikern ihren eigenen Schrott zu fressen geben. Wir kriegen das schon in den Griff. Irgendjemand hat sie also gekapert. Aber mit welcher Absicht? Lass uns den Rest auch noch erledigen. Dann sehen wir weiter. Okay. Ah!
Bleib hinter mir. Es geht los. Vorsicht. Wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiterverfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Gern geschehen. Du kannst auf mich zählen. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Typen wie dir gerbe ich das Fell. Wir sehen uns später. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben.
Jetzt gibt's auf die Fresse. Das habe ich den Banditen abgenommen. Du? Wie zum Henker hast du das angestellt? Anstatt Fragen zu stellen, solltest du mich auszahlen. Vergiss nicht, wer vor dir steht. Hier, nimm das. Eigentlich heiße ich solche Alleingänge nicht gut, aber ich erinnere mich nicht, dich davor gewarnt zu haben. Also hast du dir die volle Summe verdient. Aber warte mal, ich sehe da eine Gelegenheit. Was liegt an? Dass du mit ein paar Banditen fertig wirst, hast du gezeigt. Aber angenommen, es wird eine Nummer größer. Packst du das auch? Riesenwüchsige Banditen, kein Problem. Fitzbold, ich rede von einem Unhold. Dieses Ungetüm hat drei unserer besten Krieger auf dem Gewissen. Dabei war ich mir sicher, sie schaffen uns das Problem vom Hals. Ich brauche also jemanden, der sowohl Muskeln als auch Verstand besitzt, um diese Aufgabe zu erledigen. Wegen des Unholds. Warum kümmern sich eure Jäger nicht darum? Die? Leben und leben lassen, wenn ich das schon höre. Astrid ist der Meinung, wir hätten das Mistvieh provoziert und es ist unsere Schuld, dass es nun Probleme macht. Aber sollen wir zusehen, bis das Ding vor unseren Toren Quartier bezieht? Dann steigen uns die Sätze aufs Dach. Also habe ich nach Absprache mit Fenris beschlossen, ein paar Krieger abzustellen. Ein Fehler, wie sich gezeigt hat. Keineswegs. Wer handelt, kann scheitern. Nur wer nichts tut, macht sich schuldig. Wo treibt er sich herum? Versuch es nordwestlich der Setzlingsfelder. Wie gesagt, das Vieh kommt uns gefährlich nahe. Wenn du ganz sicher gehen willst, such Astrid auf. Ihre Hütte ist auch in der Gegend. Vielleicht schaffst du es sogar, sie zu einer gemeinsamen Jagd zu überreden. Ich kümmere mich um ihn. Das wird kein Spaziergang. Wenn du es auf die leichte Schulter nimmst, hast du besser dein Testament gemacht. Aber was rede ich? Du weißt sicher, worauf es ankommt. Geh und erledige das Vieh.